Ja! Leute, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wir haben ihn doch noch gekriegt. Alter. Oh, yeah. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zur 11. Folge Ender Kids. Heute haben wir das Kit Papa Panzer und der Panzer leidet durch Sneaken. Nur noch maximal ein Herzschaden pro Angriff, kann aber beim Sneaken selber keinen Schaden zufügen. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel sneake und einer kloppt mit einem Dierschwert auf mich drauf, würde das sicher normalerweise mehr als ein Herz abziehen, aber wenn ich sneake, dann kann das nur maximal ein Herz abziehen, aber ich kann keinen Schaden machen. Ich glaube, die Ausnahme liegt da, aber dann beim Bogen. Ich glaube, das funktioniert dann schon. Das finde ich richtig cool. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das mit dem Kit hier so laufen wird. Und ich hoffe einfach mal, ich hoffe einfach mal, dass das Ganze hier cool wird. Ich würde einfach sagen, wenn es jetzt, es geht eh schon 5 Sekunden los, brauche ich eigentlich hier keinen Cut mehr setzen. Jetzt habe ich es nicht mehr geschafft, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, mehrere Videos am Tag rauszuhauen. Aber dafür kam heute die Folge Ender Kids pünktlich. Also, beziehungsweise gestern kam dann bei euch die Folge mit dem Stampfer. Und heute ist das eben dann die Folge Panzer. Ich vergesse irgendwie immer schon den Namen hier. Und ich sollte mich mal ordentlich hinsetzen, aber ich kann das nicht. So, in 2 Sekunden geht's auch dann. Okay. Oh, perfekte Enderperle. Oh nee, was ist denn das hier für eine Map? Gibt's hier keine Bäume? Oh doch, zum Glück. So, wir haben hier aber jetzt erstmal freie Bahn zum Kistenlooten hier, weil wir die Ersten sind, die hier angekommen sind. Das ist natürlich ziemlich cool. Und da drüben, und ich fall da einfach mal wieder runter. Was ist denn da bei euch los? Hm? Leute. Oh nee, der ist leer. Und das hier? Oh nee, ist auch schon leer. Schade. Wir holen uns jetzt, machen uns erstmal, was würde ich denn gerne machen? Okay. Wie ihr seht, startet man auch mit einer Goldrüstung, die meiner Meinung nach sehr, sehr nützlich ist am Anfang. Ich nehme mal ganz kurz hier seine Werkbank. Muss ich meine nämlich dann nicht mehr abbauen. Ich mache hier... Oh, Lag. 15 Sekunden Lag. Einen Helm. Weil eine Hose könnten wir uns sowieso hier nicht machen. Und das hier auf die 9 und... Es tut mir so leid. Okay, das hätte ich mir eigentlich jetzt auch ersparen können, dass ich mir hier ein Schwert mache. Aber... Lol. Das ist doch klar, dass der dann stirbt, wenn er eine Enderperle wirft. Nach so einer Aktion hier. Oh nee, hier ist gerade Trouble. So richtig Trouble. Ich sollte mal ein bisschen weggehen. Okay, der mit dem Dierschwert verfolgt mich. Nochmal Speedboost. Oh, er ist Känguru. Er wurde geportet und... Hello, Dierschwert. So, das auf die 2. Weiter geht's. 41 Blöcke ist von mir. Ja. Alter, Leute, die Runde. Ich esse jetzt einfach einen goldenen Apfel. Weil mir ist das gerade hier ein bisschen zu... Das geht alles irgendwie zu schnell gerade. Wie viele Blöcke? 228 Blöcke. Das ist gut, dass wir jetzt ein bisschen weiter weg sind. Einen Bogen haben wir hier drin gar nicht. Das ist... Oh gut, so. Ich würde sagen, ich stelle mal ganz schnell eine Werkbank auf. Was wir jetzt brauchen, ist eine Hose. Ist dann noch das hier. So. Dann hätten wir das auch mal. Und ein... klar, ein Boot. Ich habe mir nämlich schon mal ein Boot gecraftet, Leute. Also denkt nicht, es sei nicht möglich, dass ich hier ein Boot crafte, weil ich habe das schon aufgemacht. Oh nee, 53 Blöcke. Ich muss weg hier. Vor allem, ich muss das Ganze hier erstmal sortieren und da ist aber gleich so viel Action.
Und das, die Runde hat zwar sehr, sehr gut begonnen, aber was muss ich darunter tun? Ganz, oh, okay. Wir haben ganz kurz Zeit, weil der geht von uns davon. Einen goldenen Apfel haben wir leider nicht. Einen Bogen hätte ich da eigentlich schon ganz gerne auf meinem Slot hier. Oh, oh. 71 Blöcke da vorne. Einen Dia. Könnten uns Dia-Boots machen. Ja, komm, machen uns schnell Dia-Boots hier. Einfach so YOLO-mäßig. Übers TNT drüber geglitten auf die andere Seite. Die Kiste aufgemacht und den Inhalt gesnackt. So, dann holen wir uns da noch die Dias. Oh ne, oh, oh. Okay, so. So ist ganz geil. Das hier bräuchte ich schon. Und das hier wäre auch ganz cool. Oh, da vorne ist ein Bomber. 88 Blöcke von mir entfernt ist jemand. Oh, das ist eine gute Kiste für uns. Oh, Drang der Regeneration. Das mache ich gleich hier unten hin. Ich finde solche Kisten ja immer ziemlich cool. Da ich einfach Fan von Regeneration bin. So. Was machen wir denn hier? Die Kacke hier kommt weg. Das ist alles nur Crap. Das braucht doch kein Mensch. So. Das hier kommt weg. Was zu essen bräuchte ich mal. Mh, lecker. Lecker, lecker. So. 68 Blöcke und ich werfe Crab weg. Das sollte ich nicht tun. 72. Okay, der ist da drüben. Es leben aber nur noch ein paar Leute, weil das war ziemlich Action. Action-Maction. Oh ne! Bitte nicht, Leute. Bitte nicht. Nein, ich muss weg hier. Oh, Leute, Leute, Leute. Habt ihr das gesehen? Schnell. Wisst ihr was? Ich trinke den jetzt einfach. So einfach YOLO-Molo-mäßig. Oh, den werfbaren Drang der Schnelligkeit. Und jetzt gehen wir ganz, ganz schnell davon. Wir sind gleich wieder voll regeneriert. Das ist super für uns. 41 Blöcke, 43 Blöcke. Okay, 88, 33. Oh, 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 Leute. Ja! Leute, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wir haben ihn doch noch gekriegt. Alter. Alter. Der hat einen Helm für uns. Den möchte ich eigentlich schon ganz gerne haben. Ja, perfekt. Perfekt, Leute. So, 65 Blöcke, wir verzaubern. Und dann würde ich sagen, ist das Ganze schon ganz schön nice hier. Schärfeschwert und einen verzauberten Bogen auf Stärke. Yeah! Und geil wäre es jetzt auch noch, wenn wir unsere Rüstung verzaubern könnten. Unseren Helm. Ja, toll auf Haltbarkeit. Und ich verschwende natürlich die EXP-Bottles. Klar. Wie viele Blöcke? Oh, nein, das wollte ich nicht. Was ich hier... Wo ist der Lava-Eimer? Okay, ich bin gerade etwas verpeilt. Entschuldigt mir das bitte. So, 94 Blöcke entfernt. Wir essen jetzt einfach einen OP-Apfel. Also kein OP-Apfel, halt einen goldenen Apfel. Oh, der ist Känguru. Und der hat so seine Taktik, was das angeht. Das ist eine gute Taktik eigentlich. Aber ist auch scheiße, wenn er jetzt wegrennt. Aber ich habe ja vorhin auch nichts anderes gemacht. Von dem her soll ich lieber leise sein. Ja, ich sollte auch mal was essen. Er weiß, wo er hinschießen muss.
scheiße, Leute. Er hat leider gewonnen. Wir sind trotzdem bis ins Finale gekommen. Aber wie ihr gesehen habt, ja, ist das nicht so, ja, ist eine gute Taktik. Auf jeden Fall hier als Känguru. Ich finde sowieso Känguru eine super coole Klasse. Ich spiele die privat sehr, sehr oft. Weil ich einfach finde, damit kannst du Leuten so richtig... ja, das ist eben eine Taktik. Er hat einfach eins gemacht, er ist weggelaufen, hat sich dann umgedreht, einmal geschossen, weil ich ihm natürlich nachgerannt bin. Dann ist er wieder weiter, hat geschossen, bla bla, bis ich eben ein bisschen geschwächt war, weil er hat sicher gesehen, dass ich einen goldenen Apfel gegessen habe. Und dann kloppt er natürlich drauf. Also, ich finde die Taktik gut. Ich fand, das war ein super guter Spieler. Und ja, wir sind bis ins Finale gekommen. Das lässt sich doch trotzdem sehen. War eine ziemlich geile Runde. Wir haben ziemlich viele Leute geschnitten. Ach ja, Leute, was mir eigentlich aufgefallen ist, ich war ja Stampfer. Und ich hätte eigentlich sneaken können, dann wäre das Ganze nicht passiert. Aber manchmal vergesse ich dann auch immer, was für ein Kid ich bin. Egal. Trotzdem, Leute, also der Stampfer ist wirklich sehr, sehr cool. Vor allem, wenn man sneakt, dann kann man eben nur einen Schaden pro Schlag bekommen. Und das ist sehr, sehr nützlich, vor allem, wenn du dann mal gegen einen etwas stärkeren Gegner kämpfst. Wir hätten vielleicht gewonnen, wenn das jetzt nicht passiert wäre. Aber gut, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja über einen Daumen nach oben freuen, über eine positive Bewertung, konstruktive Kritik in die Comments. Und ja, Themenvorschläge, wie gesagt, auch immer in die Kommentare, weil damit ich immer über irgendwas labern kann. Und morgen ist dann schon das nächste Kit dran. Und dann würde ich sagen, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und tschüss. Hallo.